Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin Edition Never Used One. Wir sind beim letzten Mal hier auf dem Radweg stehen geblieben, wo wir schon einige Trainer besiegt haben. Und hier wollen wir jetzt an dieser Stelle bei diesem Trainer weitermachen. Wir sind gerade auf dem Weg nach Herzhofen, wo die dritte. Wir sind jetzt bei der dritten Pokémon Arena steht, wo wir natürlich auch unseren dritten Orden dann gewinnen müssen. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg und es werden uns noch einige Kämpfe erwarten. Was natürlich gutes Training für unser Dreamy und Co. darstellen. Wir müssen jetzt erstmal unser Dreamy ein wenig trainieren. Von den Leveln hin am schwächsten, aber wie ihr seht, fehlt nicht mehr viel Erfahrung. Bis Level 22 und der Flügelschlag zieht mehr ab, als ich dachte. Ist natürlich sehr effektiv auf einen Käfer wie Papinella. Aber Level 22 erreichen wir jetzt trotzdem. 3 KP dazu, das ist immer gut. Spezialangriff, der wichtigste Wert bei Papinella. Geht ebenfalls um 2 nach oben. Jetzt kommt Staravia. Da wechseln wir zu Tafnut. Und hoffe, dass er mit dem Funkensprung mächtig Schaden verursachen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt im Hintergrund. Hier geht gerade die Welt unter. Aber gut, das soll uns nicht stören. Wir spielen natürlich Pokémon Platin bis zum bitteren Ende. Aber ich habe jetzt gerade irgendwie wirklich ein bisschen Angst hier. Es blitzt wie sonst was. Aber nach den letzten wirklich sehr schönen Tagen war es mal nötig, dass jetzt hier mal ein schönes Gewitter auch nach uns zum Norden kommt. Aber gut. Tafnut erreicht Level 23 bereits. Spezialverteidigung, sein stärkster Wert, neben der Initiative. Auf Prallkoller, ja. Gut. Also Tafnut ist jetzt am stärksten mit 23, ist er schon ganz gut dabei. Unser letzter Trank, den bekommt unser Dreamy, der jetzt erstmal ein bisschen weiterkämpfen darf, denn hier erwarten uns nur ein, zwei Trainer, genau. Da unten ist auch noch eine extra Route, die wir gleich entlang gehen werden. Ich denke mal, dass ich diesen Part etwas länger machen werde. Allein wegen der ganzen Trainer und dem ganzen Training hier. Und ich hoffe dann, dass wir im nächsten Part dann die Stadt Herzhofen erreichen werden. Notfalls werde ich diesen Part, diesen großen Part, den ich jetzt vorhabe, auch nochmal in zwei schneiden müssen. Wovon ich sogar schon fast ausgehe. Schein aus Elektro-Pokémon, da haben wir noch keine wirklich effektive Waffe gegen. Papinella und Fischerle anfällig. Und Tafnut ist natürlich selbst ein Elektro-Pokémon. Ich werde trotzdem mal wechseln. In der Hoffnung, dass er nicht Funkensprung einsetzt. Oh, er setzt Brille ein. Wir müssen unser Pokémon wechseln. Na toll, zu Panflam. Beziehungsweise Fire Wave. Dann schauen wir mal, was du ausrichten kannst. Du solltest eigentlich mit einer Bissattacke nicht down sein, okay. Dann greifen wir mal mit Blut an. Warum sind wir jetzt noch? Er setzt nochmal Brille wahrscheinlich ein. Ja, ganz toll. Och, jetzt kommt unser Freund, glaube ich, auch noch zum Einsatz. Bald haben wir unser ganzes Team hier durch. Und dass wir zuerst angreifen, bedeutet, dass er wieder Brille einsetzt. So, wer war noch nicht dran? Ach, Panflam nochmal. Warum auch nicht? Jetzt habe ich irgendwas eingesetzt. Er kann schon Funkensprung. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich glaube, er hätte sich eigentlich sogar schon entwickeln müssen. Zu Luxio. Das ist die zweite Stufe, glaube ich. Auf Level 16 oder plus minus ein Level so drumherum. Aber jetzt sollte Fischer mit einer Kopfnuss ihm den Rest geben können. Jo. Bei Elektro-Pokémon, dann brauchen wir auf jeden Fall noch etwas Effektives gegen. Und jetzt teilen sich natürlich alle diese Erfahrungspunkte.
KomfVM-Sklave kann sogar ein Level-Up erreichen. Aber gut, damit können wir noch leben. Weiter geht's zum nächsten Trainer. Hey, wieso sprichst du uns nicht an? Und da unten ist noch eine Trainerin und dann war es das auch schon mit dem Radweg. Manche Menschen finden heraus, wer schneller ist. Andere vergleichen ihre Technik. Zu welchem gehörst du? Ich habe dir jetzt ehrlich gesagt nicht zugehört. Von daher gebe ich dir darauf mal keine Antwort. Rachel. Mit einem Ponita Level 20. Da wechseln wir Papinella auf jeden Fall aus. Denn es wird keine Feuerattacke von Ponita überleben. Schnell zu Fischerle. Ponita greift erwartend mit Glut an. Mal schauen, wie seine Aquaknarre übersteht. Hat auch noch einen Volltreffer. Bitte nicht brennen. Danke. War ja irgendwie klar. Eine Aquaknarre hält es erstaunlich auch gut aus. Die Verbrennung schallt uns natürlich auch jede Runde. Stampfer hat noch die Möglichkeit, dass wir zurückschrecken. Tun wir zum Glück nicht. Stattdessen können wir Ponita besiegen. Und es wird schon wieder bald Zeit, dass wir ein Pokémon-Center aufsuchen. Denn unser Team ist schon wieder sehr stark angeschlagen. Jetzt kommt noch ein Shinox. Wir bleiben mal drin und ich hoffe, dass seine Kopfnuss ausreichen wird. Und. Natürlich nicht. Aber jetzt setzt zum Glück nur Silberblick ein. Die Verbrennung wird uns auf jeden Fall nicht umbringen. Sieht, glaube ich, immer genau ein 16. der maximalen KP des Pokémon ab. Zumindest ist das bei Gift so. Ich meine, bei Verbrennung wäre es der gleiche Fall. Aber gut, Papinella der einzige, der noch halbwegs fit ist. Deswegen kannst du hoffentlich diesen letzten Kampf hier auf dem Radweg bestreiten. Auch sie hat nur ein Pokémon, Katharina, und sie haben ziemlich viele Elektro-Pokémon hier auf dieser Route. Da können wir mit Windstoß nichts ausrichten und müssen zu Tuffnut nochmal wechseln. Und wieder setzt er Donnerwelle ein, wie schon, Entschuldigung, im letzten Part, im Kampf der Elektromäuse. Wir können nicht angreifen aufgrund Paralyse. Er wollte mit Slam angreifen, hätte uns gut Schaden gemacht. Jetzt greift er mit Ruckzuckhieb an. Also einen Ruckzuckhieb überleben wir auf jeden Fall noch, aber er ebenfalls. Und dann ist wieder ein Volltreffer. Und jetzt die Frage, riskieren oder nicht? Ich riskiere es einfach. Und fall damit auf die Schnauze. Ist die Frage, ob Pikachu schneller als Papinella ist. Ich fürchte schon. Aber wenn er Donnerwelle Slam Ruckzuckhieb hat, kann er maximal noch Donnerschock einsetzen. Wenn überhaupt. Slam macht annehmbaren Schaden. Und Windstoß besiegt ihn, obwohl nicht effektiv. Sehr schön. Jetzt müssen wir aber wirklich mal dringend ein Pokémon-Center aussuchen, bevor wir die Routen weitergehen. Hier ist schon der Ausgang. Was stehst du hier rum? Was wäre ein Fahrrad ohne Schmuck? Du brauchst eine Fahne. Das ist ein Pokémon-Accessoire. Eine Fahne erhalten. Wie schön. Und wie gesagt, ich mache hier jetzt oben und die Pokémon-Wettbewerbe und den ganzen Mist, der uns ja schon jetzt bald bevorsteht, maximal einmal und danach werde ich die Finger davon lassen. Vorher sammeln wir die Himmibären. Wozu die auch immer gut sein mögen. In Herzhofen werden uns auf jeden Fall eine Menge neue Dinge erwarten. Auch eine neue Sache beziehungsweise zu den Bären. Warum sind hier keine Bären? Hier sind normalerweise auch welche. Ja, da wird uns eine Erneuerung vorgestellt, was wir mit Bären noch zusätzlich anstellen können. Aber dazu natürlich auch erstmal mehr, sobald wir
Herzhofen erreicht haben. Hier ist erstmal wieder ein Schild, Tipps für Trainer. Wenn deine Pokémon an Schlaf oder Paralyse leiden, kann es sein, dass sie nicht agieren können. Das kann in einem Kampf fatale Folgen haben. Widerfährt dies jedoch dem gegnerischen Pokémon, ist das ein großer Vorteil. Na toll. Ganz toller Tipp. Und diese Stelle, die kennen wir doch noch. Denn wenn wir jetzt hier nach unten gehen, sind wir zurück in Erzelingen. Und hier steht natürlich auch ein Pokémon Center, was wir auf jeden Fall gleich mal aufsuchen werden. Um unsere besiegten Pokémon und geschwächten Pokémon zu heilen. Im letzten Part haben wir ja noch ein Ei von der mysteriösen Cynthia bekommen, die uns aus irgendwelchen Gründen hilft. Erstmal haben wir von ihr die Frau im Zerschneider bekommen und im letzten Part eben dieses Pokémon-Ei, das auch schon nicht mehr lange brauchen wird, um zu schlüpfen. Der Eiprüfer erkennt nämlich, man kann schon etwas hören, bald wird es schlüpfen. Aber ich sage auch schon mal so viel, das Pokémon, das daraus schlüpfen wird, werden wir ebenfalls nicht trainieren. Aber ich werde es auf jeden Fall so lange im Team behalten, bis das Ei schlüpft. Und dank des Fahrrads können wir jetzt hier hoch. Allerdings nur im zweiten Gang. Ich habe jetzt im ersten Gang geschaltet. Da haben wir nicht genügend Kraft. Erst im zweiten Gang schaffen wir es hier nach oben. So, hier, wenn wir jetzt nach rechts gehen, geht es weiter Richtung Herzhoven. Aber vorher werden wir noch die Alternativroute uns anschauen. Die finden wir hier. Da brauchen wir natürlich Zerschneider. Aber den haben wir automatisch schon. Sonst könnten wir hier noch gar nicht entlang gehen. So, ich will wieder vom Fahrrad steigen. Dankeschön. Und da rechts sieht man etwas versteckt. Ebenfalls ein Zerschneiderbaum. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben, oder? Und zwar finden wir da ein verstecktes Item. Und zwar ein AP+. Seltenes Item. Das erhöht die AP. Das heißt, eine bestimmte Attacke können wir dann häufiger benutzen als normalerweise. Ziemlich praktisch. Können wir aber auch nur eine begrenzte Anzahl oft benutzen. Sonst wäre es ja auch ein bisschen unlogisch, wenn wir, ich weiß nicht, Feuersturm 35 Mal einsetzen könnten oder so. Apropos Feuersturm. Ponita. Gefährliches Feuer-Pokémon. Und den will ich eben besiegen, weil selbst die wilden Ponitas geben wirklich viele Erfahrungspunkte. Und die will ich hier mal eben mitnehmen. Ich weiß nicht, was man hier noch für wilde Pokémon fangen kann. Ich meine mich dunkel daran zu erinnern, dass es hier Squawkler gibt. Und auch das steckt in der Aquaknarre ja schon nicht gut weg. Aber ansonsten dürfte hier in diesem Gras hier draußen nichts Neues zu fangen geben. Aber das werden wir vielleicht gleich noch sehen. 173 mal 2 macht über 350 Erfahrungspunkte. Gibt so ein wildes Ponita und das ist nicht schlecht auf diesem Level. Hier finden wir einen Feuerheiler. Den hätten wir vorhin gebrauchen können, aber gut. Hier steht wieder ein Honigbaum, aber die beschmieren wir mal nicht mit Honig, weil ich hier sowieso nicht wieder vorbeikommen werde. Innerhalb der nächsten ein, zwei Tage. Und auch hier erwarten uns ein paar Trainer. Da Wanderer erfahrungsgemäß Gesteins- und Boden-Pokémon einsetzen, tun wir mal Fischerin nach vorne. Und du bist gar kein Trainer. Wie komisch, angeblich gibt es zwei Höhlen an der Route 206. Wir befinden uns jetzt übrigens gerade an der Route 206. Wieso finde ich nur da nur einen Eingang? Ja, da gibt er uns einen ganz guten Hinweis. Es gibt hier tatsächlich zwei Höhleneingänge. Der erste ist ziemlich offensichtlich, den werden wir auch gleich sehen. Machscholo gibt es hier auch zu fangen. Jetzt habe ich Fischerle natürlich irgendwie umsonst nach vorne geholt, aber gut. Ich will jetzt mal kurz keinen Schutz einsetzen. Hier gibt es sonst nichts. Das Item holen wir uns natürlich. Aber vorher greift uns noch ein wildes Pokémon an. Und wusste ich doch, hier kann man Squawkler fangen. Level 18 männlich. Die Weiterentwicklung von Squawkler, Squawko,
ein sehr starkes Pokémon, das ich auch gerne ins Team nehmen würde. Der hat uns jetzt mal die Flinkklaue abgeschlagen. Aber Scorcrow, die Weiterentwicklung von Scorcrow, ist ebenfalls ein sehr häufig benutztes Pokémon. Und selbst eine Aquaknarre, trotz des Bodentyps und der Effektivität, zieht immer die Hälfte ab. Scorcrow und ebenfalls Scorcrow sind von Typ Bodenflug. Eine sehr ungewöhnliche Typenkombination. Flug-Pokémon sind ja bekanntlich anfällig auf Elektro. Aber dank des Bodentyps ist diese Schwäche schon mal komplett neutralisiert. Anfällig ist Scorcrow aber leider auf Eisattacken. Eisattacken sind auf Flug und auf Boden effektiv, sprich eine Vierfachschwäche. Aber ansonsten fällt mir gerade sogar keine Schwäche ein, was Scorcrow und Scorcrow noch haben. Fischer erreicht erstmal Level 23 und versucht Hyperzahn zu erlernen. Sehr starke Normalattacke. Mit einer Stärke von 80, was hat Kopfnuss? 70. Allerdings Hyperzahngenauigkeit nur von 90%. Und auch hier kann der Gegner eventuell zurückschrecken, genau wie bei Kopfnuss. Also besser ist auf jeden Fall. Ist die Frage, Kopfnuss weg. Also ein Igler und Walzer will ich eigentlich noch ein bisschen behalten. Ja komm, tu mir Kopfnuss mal weg. Ja, was wollte ich sagen? Scorcrow, Scorcrow, vierfach Schwäche gegen Eis, aber sonst haben sie, glaube ich, keine einzige Schwäche. Elektroattacken machen 0 Schaden, genau wie Bodenattacken dank des Flugtyps. Ach, hier liegt ja noch das Item. Ein super Schutz. Können wir bestimmt auch demnächst verwenden. Ja, und deswegen ist Scorcrow, beziehungsweise Scorcrow, auch ein sehr beliebtes Pokémon in Online-Kämpfen. Pachirito hat erstmal ein Item gefunden. Ein Hypertrank, unser erster. Gute Arbeit. So, jetzt, das ist aber ein Trainer, oder? Jawohl. Der uns jetzt den Weg versperrt. Müssen wir gleich wieder außen rumlaufen. Hoppla, du hast mich erschreckt. Du hast uns so angegriffen. Nun, dann lass uns kämpfen. Ein etwas verwirrter Wanderer. Mit zwei Pokémon. Standartmäßig mit Onix. Und ich hätte noch einen Kleinstein ausgerüstet. Aquaknarre, vierfach Schwäche. Keine Chance für unser gutes Onix. Tschüss, du Steinschlange. 415 EP ist nicht schlecht. Und noch ein zweites Onix. Damit habe ich ja mal überhaupt nicht gerechnet. Sogar zwei Level höher noch. Aber auch das wird ihm nichts nützen. Auch das Onix mit One Hit. K.O. gegangen. So, jetzt müssen wir mal wieder Papinella nach vorne tun, damit er levelmäßig aufschließt. Vorher möchte ich mich noch kurz auf der linken Seite umschauen. Möglichst, dass ohne wilde Pokémon hier noch auftauchen. Kleinstein kann man hier auch noch fangen, aber ich glaube, damit haben wir auch schon alle Pokémon, die man hier fangen kann, gesehen. Auf jeden Fall nichts Neues, abgesehen von Scorcrow. Falls man das ins Team haben möchte, sollte man sich hier auf jeden Fall umschauen. So, ich wollte einen Schutz. Dankeschön. Können wir uns auch mal ein bisschen besser hier umsehen. Hier links liegt nämlich noch ein Item. Ein Giftstich. Der Giftstich stärkt Giftattacken um 20%. Ähnlich, also wie der Silberstaub, bloß eben für Giftattacken. Und da haben wir noch zwei Bären. Eine Fragierbäre. Ich glaube, das war die Bäre, die Einfrierung verhindert. Aber das ist auch egal. Da wir die Bären höchstwahrscheinlich sowieso nicht einsetzen. Der Schutz geht ziemlich schnell vorbei. Schnell ein neuer drauf. Hier müssen wir jetzt außen rum. Gibt es hier links noch was? Nein. So. Und zwar, da ist die Höhle, was der Wanderer vorhin angesprochen hat. Das ist der erste Eingang.
Es gibt noch einen zweiten Geheimeingang. Aber den nehmen wir uns später vor, denke ich mal. Erstmal gehen wir hier rein. Und da fällt mir ein, haben wir die VM-Blitz eigentlich schon? Wenn nicht, sieht das schlecht aus. Ich habe nichts gesagt. Wir nehmen uns die Höhle etwas später vor. Es sei denn, der versteckte Eingang ist nicht dunkel. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich zeige euch einfach mal den versteckten Eingang. Und zwar ist er irgendwo hier. Wir müssen unter dem Radweg laufen. Und ich glaube, hier muss man auch blitzen. Ah ne, hier muss man keinen Blitz mehr haben. In der bizarren Höhle. Dann können wir uns zumindest schon mal diesen Teil der Höhle anschauen. Und ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr, wo man die TM. Es war ja mal eine VM, jetzt nicht mehr. Die TM-Blitz herbekommt. Aber das soll uns eigentlich auch nicht stören. Gucken wir uns mal hier ein wenig um. Bin ich im zweiten Gang? Okay, jetzt schon. Und ich habe keinen Schutz drauf. Den werden wir uns auf jeden Fall jetzt mal auf jeden Fall drauf machen. Sonst haben wir hier Probleme wirklich weiterzukommen, weil wir hier das Fahrrad auf jeden Fall brauchen. Und ich setze mal den Superschutz ein, den wir vorhin gefunden haben. Der hält nämlich 100 Schritte. Die wilden Pokémon fern. Hier unten können wir nur zurück. Mit ein bisschen Anlauf. Was? Habe ich den Gang gerade gewechselt und freiwillig? Jo. Okay, dann hier sehen wir so kleine Rampen. Und da müssen wir mit Anlauf schwupp, schwupp, schwupp machen. Okay, das war zu wenig Schwung. Hier kommen wir jetzt nicht mehr rüber. Deswegen einmal zurück. Und irgendwann müssen wir hier stoppen, wenn ich mich richtig erinnere. Hier auch noch nicht, um das Item dazu bekommen. Okay. Ach, ist das nervig. Genau wie die Fahrradmucke auf Dauer nervig ist. Und auch unser Superschutz hat schon den Geist aufgegeben. Eins. Ach, hab den Gang wieder gewechselt, mein Herr. Eins, zwei, drei, vier und stopp. Ach, hier müssen wir sowieso stoppen. Ein Top-Ether, na gut. Wie kommen wir denn hier jetzt weiter? Ah, alles klar. Können wir hier irgendwie mit Anlauf so? Ne, geht auch nicht. Da müssen wir dann normal rüber und schon wieder ist der Schutz vorüber. Ich hoffe, das kriege ich jetzt irgendwie. Ah, gebacken, verdammte Axt nochmal. Ich will hier doch nur normal rüber. Wieso geht das denn nicht? Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Ach komm, Leute. Nochmal ein Schutz. Und wieder habe ich den Gang gewechselt. Danke. Eins, zwei. Oh, jetzt habe ich wieder zu früh. Oh, leider. Fachwurst. Aber ich kann nur im zweiten Gang über die Rampen fahren. Ist das richtig? Och, Mann. Ich fahre jetzt mal mit dem zweiten Gang. Oder auch nicht. Meine Fresse. Zum Glück habe ich da vorhin noch ein paar Schutz gekauft. Bin jetzt im zweiten Gang. Oh, und diese Gelege. So, jetzt bin ich im ersten. So, hier im zweiten jetzt. Was? Wieso geht das denn nicht? Ach, jetzt bin ich im zweiten, alles klar. Wie? Oh, unser Pokémon-Ei schlüpft. Und es ist ein Togepi schlüpft aus dem Ei. Wie schon in der Gold- und in der Silber-Edition damals.
schlüpft auch aus diesem Ei, das wir bekommen, ein Togepi auf Level 1. Hallo Togepi. Wiesenlocker. Ich weiß nicht, was das für Statusveränderung mit sich zieht. Gut, jetzt ist unser Ei also geschlüpft. Togepi werden wir im nächsten Pokémon Center aber auf jeden Fall ablegen. So, jetzt wieder in den ersten Gang bitte. Danke. So, und jetzt muss man hier wieder ein bisschen aufpassen. Denn ich will auf jeden Fall dieses Item da erstmal holen. Erster Gang. Beziehungsweise zweiter Gang. Eine Griffklaue. Die ist unnutz. Zeige ich trotzdem mal eben ganz kurz, was diese bewirkt. Und zwar verlängert die... Ein Item zum Tragen verlängert die Dauer von Klammergriff, Wickel und so weiter. Schwächste Angriffe, oder fast die schwächsten Angriffe, die es überhaupt gibt. Von daher, wir das nicht gebrauchen können. So, da wieder mit etwas Anlauf und immer klicke ich auf den Ausweis, verdammter Ochs hier. Und wieder nach oben zum Schutz. Und rüber, rüber, yay. So, das Item holen wir uns aber auch noch. Nein, nicht einen Schritt zu viel machen, danke. Denn ein Sonderbonbon können wir immer gebrauchen. So, jetzt können wir auch da drüber jumpen. Ach, jetzt glaube ich, müssen wir hier ums Eck. Jo, genau. Jetzt können wir mal vom Fahrrad absteigen. Schutz wirkt nicht mehr. So. Denn wenn ich mich richtig erinnere, finden wir hier eine sehr, sehr gute TM. Weiter geht's hier auch nicht. Hier ist wirklich nur diese TM. Und zwar ist das TM26 Erdbeben. Die stärkste Bodenattacke in diesem Spiel. Wird uns auf jeden Fall helfen. Was ich sonst noch zu dieser bizarren Höhle sagen kann. Nur in diesem Teil hier, in diesem Teil dieser bizarren Höhle beim Geheimeingang, gibt es ein neues Pokémon, das man sonst nirgendwo fangen kann, und zwar ist das Kaumalat. Ein Drachenboden-Pokémon. Da es sowieso nur sehr wenig Drachen-Pokémon gibt, dann kann man sich hier auf jeden Fall umsehen. Und auch Bronze kann man hier fangen. Das haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen, kann das sein. Von Typ Stahl und Psycho. Aber ich meine mich zu erinnern, dass man das auch schon auf der östlichen Route von Erzelingen im wilden Gras vor allem, fangen kann. Das ist also keine Neuerung. Onyx gibt es hier, glaube ich, relativ selten. Aber ansonsten sind hier die gleichen Kandidaten wie sonst auch. Macholo, Zubat, Kleinstein, glaube ich, auch. Und eben Kaumalat. Ich versuche hier eben eins zu finden. Die sind auch nicht so selten, wenn ich mich richtig entsinne. Aber ich möchte, dass ihr zumindest mal eben eins hier seht, damit ihr nicht sagen könnt, ach, der lügt uns doch an, das gibt's hier gar nicht. Nee, das gibt es hier wirklich. Ah, Bronze scheint sie häufiger zu geben. So, zwei Versuche will ich noch eben machen, wenn dann kein Kaumalat kommt, gebe ich die Hoffnung auf. Ich weiß ja, dass es die hier zu fangen gibt. Also, falls ihr ein Drachen-Pokémon im Team haben wollt, kann ich euch das nur herzlich ans Herz legen. Herzlich ans Herz legen. Ich hab's heute auch mit den Sprüchen drauf. So, letzter Versuch. Kaumalat, komm raus. Und wie gesagt, es ist wirklich nur hier in diesem Geheim. Ein Geheimeingang hier zu finden. Wenn wir den normalen Eingang benutzen, sind dort genau die gleichen Pokémon wie hier zu finden. Bloß Kaumalat werdet ihr da nicht antreffen können. So, jetzt gehen wir wieder raus. Setzen uns noch einen letzten Schutz rein. Und gehen dann mal zurück. Denn ohne die TM-Blitz, pardon,
nützt das relativ wenig, dort weiterzugehen. Ich hoffe, dass wir die demnächst finden. Aber wie gesagt, ich kann mich gerade nicht erinnern, wo wir diese TM kriegen. Ich meine mich zu erinnern, dass man in Schleide, das ist die übernächste Stadt, wo wir ankommen werden, diese im dortigen Kaufhaus kaufen können. Aber man sollte die eigentlich auch schon vorher irgendwo herbekommen können. Jetzt sind wir zurück auf der Route 207. Wir werden noch einmal ganz kurz ins Pokémon Center sicherheitshalber gehen. Um Bidifast nochmal zu heilen. Aber danach machen wir uns auf den Weg nach... Na, wie heißt die Stadt? Herzhofen, genau. So, kommen bald wieder, auf jeden Fall. Jetzt können wir uns wieder aufs Fahrrad schmeißen. Und die nächsten Trainer uns zur Brust nehmen. Da erwartet uns erstmal ein Doppelkampf. Ja, noch mehr mal mit Fischerle und mit Weemy. Da mal los, mein Pokémon. Auch ich werde mein Bestes geben. Auf in den Kampf, mein Pokémon. Auch ich trage mein Teil bei. Na, mach das mal, während ich mir einen Schluck genehmige. So. Ein Panflam und ein Pachirisu. Pachirisu ist sehr schlecht für uns. Deswegen sollte ich mit denen eigentlich als erstes ausschalten. Aber auch Panflam kann natürlich Papinella mit Feuerattacken angreifen. Deswegen greifst du mal Panflam mit Aquaknarre an. Und unsere Flinkklaue kommt mal wieder zum Einsatz. Deswegen greift Fischer zuerst an. Aber Panflam überlebt diese Attacke leider. Funkensprung. Sehr effektiv, egal auf wen er es macht, auf Papinella. War es dann auch im aushaltbaren Bereich dieser Schaden. Wieso ich jetzt Windstoß auf Pachirisu gemacht habe, weiß ich auch nicht. Das war dämlich. Und der kann sogar schon Flammrad. Das wird wehtun. Sehr wehtun. Da geht unser Dreamy, glaube ich, das erste Mal. Ne, das zweite Mal down. Das erste Mal war ja von Skuntank. Gut, die werden wir angreifen. Du greifst mal deine Art, dein Artgenossen an. Und du greifst nochmal mit Aquaknarre Panflam an, dass der auf jeden Fall schon mal besiegt ist. Jetzt natürlich auf Fischerle. Auch das ist sehr effektiv. Zum Glück keine Paralyse. Und Panflam sollte down sein. Immerhin schon mal einer besiegt. Hatten die noch ein Pokémon? Ne, zum Glück nicht. Dann greifst du jetzt mal mit. Wobei Sternschauer, der hat eine hohe Spezialverteidigung, das bringt nichts. Und du greifst mal mit Hyperzahn an. Einen zweiten Funkensprung sollte Fischerle auch noch überstehen. Hoffentlich keine Paralyse. Sehr schön. Und Hyperzahn. Krabums beißt das Eichhörnchen kaputt. Überlebt er sogar. Dann macht Pachirisu jetzt den Rest. Unser Pachirisu natürlich. Und wir müssen jetzt nochmal zurück zum Pokémon Center. Das tut mir leid. Aber das lohnt sich jetzt auch nicht wirklich rauszuschneiden, oder? Das ist eben eine halbe Minute Opferung der Zeit, die wir uns leider nehmen müssen. Aber es ist ein relativ kurzer Weg. Und deswegen kommt es auf die halbe Minute dann auch nicht mehr drauf an. Und wir können ja jetzt unser Togepi mal eben ablegen. Wenn wir hier schon im Pokémon Center sind. Ablegen. Togepi. Lagern. Box 1. Und... schon können wir weiterziehen.